Stefan, bei Bechar, was gibt es da Neues? Ich habe gehört, ihr habt was zum Verpacken hier. Ja, richtig. Wir haben in diesem Jahr die komplette Taschenlinie geändert. Und wir haben da auch also von Kabinentasche bis zur Transporttasche, würde ich sagen, mit 137 Liter. Inzwischen gibt es auch ein paar Highlights, die ich euch gerne mal zeigen würde. Also hier die Atmenreglertasche, die ist auch von außen wie von innen greifbar. Das heißt, man braucht auch nicht die ganze Tasche da zuzuschließen. Dazu kommt dann noch die Meshbag, was genau hier reinpasst. Die wird hier angeschnallt, das heißt, die Ware, das Gear rutscht dann auch nicht weiter runter. Hier rein passen natürlich auch Geräteflossen, auch zusätzliche andere Features, Füßlinge. Und da haben wir uns auch was ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben da noch einen wasserdichten Beutel reingeschoben, damit man auch sein Handy oder sein MP3 auch trocken hält. Vom Material her, was ist das jetzt? Abwaschbar, regendicht? Ja, regendicht, wasserabfließend und Cordura. Und von den Gewichten her, kann man da was zu sagen? Ist das jetzt bei den Flügen, ist es ja so, dass das Gepäck immer leichter werden soll, trotzdem sollen die Sachen robust sein? Damit haben wir auch gerechnet, weil wir liegen zum Beispiel bei der großen Tasche, bei der Voyager XL, die hat 137 Liter, liegt unter die 4 Kilos. Das heißt, da liegen wir schon richtig, wenn wir da reisen möchten. Also kann die nächste Reise kommen, dann schönen Dank. Ja, bitte sehr.